Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Täter, und herzlich willkommen zur aktuellen Wiedergabe in der Index-Sektion der Informationstäter. Heute ist der Dienstag, der 18. September 2018. Der DAX vorbörslich auf 12.097 Punkten. Wir hatten gestern miteinander darüber gesprochen, je länger der DAX es schafft, oberhalb der 12.000 zu bleiben und diese horizontale Widerstandszone im Bereich von 12.120 Punkten zu bearbeiten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung auf der bullischen Seite in Richtung, Halleluja, ganze 100 Punkte in Richtung 20-Tage-Linie, 12.239 und fallend, der offenen Lücke bei 12.210 Punkten und der seitwärts laufenden 200-Stunden-Linie bei 12.240. Achtung! Im Future ist die 200-Stunden-Linie bei 12.170. Das ist für den Fall des Ausbruchs, kann der Markt einmal kurz hier nochmal einen Halt machen, zurückkommen und dann die unglaublichen 100 Punkte machen. Sie hören so diesen kleinen Unterton in meiner Stimme. Und lassen Sie mich Ihnen noch eine Sache sagen. Wir haben hier unten die 12.030, die spekulative Marke. Konservativ die 12.000. Von hier aus größere Wahrscheinlichkeit, tatsächlich in Richtung 61%, 12.950. Darunter dann Jahrestief. Der langen Rede, es gibt wenig Platz für eine Bewegung aktuell. Schauen Sie, Änderung von minus 0,23%. Oder lassen Sie mich es Ihnen anders sagen. Der Umsatz am Montag, was an Aktien umgesetzt wurde, also gekauft und verkauft wurde, war niedriger als am Freitag. Und das Handelsvolumen war niedriger als am Freitag. Und normalerweise ist ja Freitag so ab 12 Uhr ist, passiert nichts mehr. Das heißt, Institutionelle aktuell sind entweder im Markt und sagen, okay, ich bewege mich nicht, ich warte, was als nächstes passiert, dann treffe ich meine Entscheidung. Oder Institutionelle sitzen an der Seitenlinie und sagen, ich bewege mich nicht, ich warte erstmal, dass irgendetwas passiert. Was ist das also für ein Markt? Das ist ein reiner Daytrading-Markt in den ganz kleinen Zeiteinheiten. Zum Beispiel Unterstützung mit dem engen Stop kaufen. Widerstand mit dem engen Stop verkaufen. Nach oben wenig Platz, nach unten wenig Platz. Ich weiß, dass es Trader gibt, die in einer solchen Phase Folgendes machen. Die verkaufen die Stärke ohne Stop-Loss und kaufen die Schwäche ohne Stop-Loss und verbilligen. Also kaufen einmal die 12.000, wenn er durchfällt, dann bleiben sie drauf sitzen, dann kaufen sie die 11.950, dann kaufen sie nochmal die 11.900 und wenn er dann so in der Range bleibt, dann kommen sie immer wieder aus diesen Positionen raus. Oder die verkaufen den Widerstand, wenn er noch ein bisschen höher geht, dann verkaufen sie den nochmal, dann kommt er wieder zurück und dann machen sie ein bisschen mehr Position. So eine Art so händisches Grid-System. Und dann kommt man immer wieder so irgendwie raus und man denkt sich, oh, läuft ja gut für mich, ne? Läuft ja gut für mich. Nur, ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt oben raus oder unten raus geht, ob er neue Jahrestiefs macht oder dann doch wieder Stärke findet. Dann wird zum Beispiel verkauft, steigt, noch mehr verkauft, steigt, noch mehr verkauft, steigt, noch mehr verkauft, steigt, Depot ist platt. Also in einer solchen Phase, in der man entweder wirklich im 5-Minuten-Chart ganz konsequent mit engem Stop, wenn man es kann, tradet oder gar nicht tradet, schaffen es Kleinanleger, wenn sie sich eigentlich mit ihren Fertigkeiten beschäftigen sollten, richtig viel Geld zu verlieren. Gehören sie auch dazu, dass sie in so einer Seitwärtsphase sich mit dem Markt verbeißen? Meistens tut man das, weil man nicht weiß, wie man systematisch traden kann. Ich finde, mit dem, was wir über den Markt gerade wissen, ist es ein guter Markt, um an der Seitenlinie zu stehen. Wenn es Ihnen hilft, wenn nicht die 0,23% Ihnen helfen, Veränderungen, die wir gesehen haben. Gestern gab es, glaube ich, 14 Gewinner und 16 Verlierer. Seitwärtsphase. Ich finde, zu wissen, ist gerade nicht der einfachste Markt. Schauen Sie, das war ein einfacher Markt, das war ein einfacher Markt. Oder hier Doppeltop, erinnern Sie sich, hier Short getradet, zurückgekommen mit Mengenstop und dann hier nochmal getradet. Da gab es mal Bewegung. Hier, das ist nichts. Weiß nicht, ob das für Sie hilfreich ist. Wenn das für Sie hilfreich ist, wenn Sie sagen, gefällt mir gut. Erstens können Sie sich über unser Mentorprogramm informieren. Sind Sie herzlich eingeladen, das systematische Trading zu lernen, damit Sie diese Grid-Systeme nicht verwenden. Erstens. Zweitens, Sie können sehr gerne, sind Sie herzlich eingeladen, unseren YouTube-Kanal abonnieren, damit Sie weitere Ausgaben nicht verpassen. Aktivieren Sie die Glocke oder kommen Sie gerne auf unsere Homepage www.formationstrader.de. Mein Name ist Hamed Asnashari und ich wünsche Ihnen einen gelungenen Handelstag.